Ich meine, La Clemenza ist ganz offensichtlich etwas anderes als Mithridate, nicht wahr? In Mithridate hat er, das ist meine Meinung, viel mehr die Regeln der Opera Seria beachtet, stimmt's? Aber als reifer Komponist nimmt Mozart diese Regeln und hält sich mehr oder weniger an die Form. Aber er gestattet seinen Figuren in gewisser Weise, von Zeit zu Zeit aus dieser Form auszubrechen. Nehmen Sie das Rondo, das Sextus singt. Oh,